Hallo zusammen, heute stellen wir euch das Interview mit Felix vor, der eine Eignungsprüfung für den Studiengang Architektur an der FH Münster teilgenommen hat, erfolgreich teilgenommen hat. Er erklärt uns, wie es ihm dabei erging und wie die Prüfung abgelaufen ist. Und für alle vielleicht, die gerne überlegen, etwas Kreatives zu studieren, nicht wissen hundertprozentig, was am Ende es werden sollte, besucht unseren Design Campus, da habt ihr die Möglichkeiten, es herauszufinden mit unseren Dozenten eine Woche lang, was am besten zu euch passt. Und jetzt starten wir mit dem Interview. So, hi Felix, hi. Willkommen, hi, zum Interview. Du warst jetzt so lieb und hast dich bereit erklärt, uns mal so ein bisschen Einblick in die Prüfung, die du jetzt vorgestern super, super absolviert hast und bestanden hast und jetzt die Zulassung für den Studiengang Architektur an der FH Münster bekommen hast, uns einfach mal so einen Blick einzulassen, was du dir so vorstellst, wie das Studium funktioniert, was dich eigentlich dazu bewegt hat, Architektur zu studieren. Und da sind wir auch sehr froh und danken dir darüber, dass du auch allen anderen mal so ein bisschen die Möglichkeit eröffnest. Dann beginne ich vielleicht auch mit der ersten Frage. Und zwar erzähl uns mal so ein bisschen über die Prüfung. Wie lief es ab? Was war für dich so das Wow-Erlebnis? Erzähl uns mal ein bisschen dazu. Also im Endeffekt war das relativ so, wie du uns schon darauf vorbereitet hattest. Also man ging eben dahin, ich hatte meinen Termin bekommen. Dort hat man dann erstmal gewartet. Da waren dann auch andere Bewerber und auch schon Leute, also auch schon Studenten, die dann da ein bisschen die Nervosität ein bisschen genommen haben. Und dann ging es auch schon eigentlich direkt los. Also man wurde dann halt abgeholt, in den Raum geführt und hatte da eben seine Sachen ausgepackt. Dort wurden dann die Bilder verteilt, also die Zeichnungen. Ich hatte jetzt für Münster habe ich speziell 15 angefertigt. Und auf alle wurde gar nicht eingegangen. Also das waren im Endeffekt wirklich nur ein paar, die rausgesucht wurden, die dann eben besonders hervorgestochen haben. Und zu denen habe ich dann eben was erzählt, zu denen wurde ich dann befragt. Und das war es im Endeffekt auch schon. Also ansonsten wurden mir noch ein paar Fragen gestellt außerhalb von Architektur. Also das kann aber, würde ich sagen, bei jedem unterschiedlich sein. Also bei mir war es jetzt speziell über meine LKs zum Beispiel. Da wurde ich mal zugefragt, was ich da genommen habe. Und ansonsten generell einfach Sachen, um mich ein bisschen besser kennenzulernen. Gab es irgendeine Frage, die überraschend für dich irgendwie kam? Also wir haben ja in unseren Kursen, du kennst das ja, wir bereiten euch natürlich immer auf fast alle Fragen, die mal so überall vorkommen können, egal wo man sich dann bewirbt. Aber gab es vielleicht irgendeine Frage, die vorkam, mit der du gar nicht gerechnet hattest? Ja genau, also du hattest uns ja schon ein paar Fragen oder ein paar Sachen gesagt, worauf man achten sollte. Aber ansonsten, ja, also so eine Frage, eben wie ich schon gesagt habe, also was in der Schule war, also was ich für LKs hatte und was man da für Themen noch behandelt hat eventuell. Also damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, das war recht überraschend. Aber okay, aber man kann es gut beantworten, das ist dann, wenn man es selbst gemacht hat. Du hast jetzt natürlich eine sehr renommierte Hochschule ausgesucht, die FH Münster für Architektur. Es gibt immer sehr, sehr, sehr viele Bewerber und es werden immer nur eine sehr, sehr wenige, relativ wenige angenommen. Gab es für dich, also erstmal vielleicht generell, wie kam es zu dem Studienfach Architektur? Wie kamst du darauf? Hattest du andere Ideen vorab oder wusstest du ganz genau, das ist das, was ich studieren möchte? Das wusste ich eigentlich schon die ganze Zeit. Also das hat schon ganz früh angefangen, würde ich sagen. Also schon damals mit Lego habe ich auch gebaut. Und dann ging das irgendwann auch auf Computerspiele und sowas, wo man dann schnell einfach Sachen umsetzen konnte. Generell auch viele Eindrücke durch Reisen gewonnen. Also sehr gut. Da gerade auch Städtereisen und so. Also da ist schon relativ viel zusammengekommen und das konnte man dann immer ganz cool umsetzen. Das hat Spaß gemacht und von dem her, also eigentlich war das schon immer so klar, dass ich auf jeden Fall später Architektur machen würde. Und dann habe ich mich ja bei dir jetzt beworben, angemeldet
zum Mattenkurs und das ist mir da auch nochmal deutlich bewusst geworden. Das ist schön, das Wort jetzt. Aber das ist das, was du machst, ist eigentlich das, was wir versuchen immer zu erläutern, egal ob es Architektur ist oder generell Design, einfach mal wirklich unterwegs zu sein, alles aufzusaugen und zu sehen. Also persönlich mache ich es eigentlich genauso. Und so entsteht eigentlich ein Gefühl vielleicht für das, was man möchte, für einen Berufswunsch. Aber auch wenn man sich etwas entschieden hat, das wird dir generell immer durchgehend so weitergehen, dass du einfach immer ein Gefühl bekommst, Anregungen dir holst. Nur so kann man seinen Job und sein Studium eigentlich auch gut machen, wenn man wirklich offen für alles ist und sich Sachen anschaut. Sehr, sehr schön. Und wie bist du jetzt auf Münster gekommen? Hattest du auch noch andere Hochschulen zur Wahl oder war es irgendwie klar, ich möchte unbedingt nach Münster? Also das war schon relativ klar, dass ich auf jeden Fall nach Münster möchte. Ich hatte mich ansonsten noch in Aachen beworben. Aber Münster war schon so die Wunschuni und das hat ja jetzt zum Glück auch geklappt. Also da hat mich einfach, ich habe mich natürlich da vorher informiert, habe auch von anderen was gehört und ich finde in Münster gerade sehr cool, dass man da oder dass viel zusammengearbeitet wird mit den Studenten. Also da ist auch sehr viel Praxis bei, also nicht eben nur in der Theorie das lernen, sondern wirklich auch dann selbst was bauen. Das hatten die zum Beispiel auch die Bibliothek da. Die wurde eben auch mit Studenten gebaut. Also da waren dann wirklich alle haben zusammen geplant. Das fand ich ganz cool. Auch, also generell die Praxisnähe. Ich glaube, da bist du sehr, sehr, sehr gut aufgehoben. Also es gibt natürlich auch andere auch gut, aber aus Münster ist das, was wir jetzt so von unseren ehemaligen Kursteilnehmern, Teilnehmern hören, die auch jetzt schon mittlerweile auch fertig sind, auch im Beruf sind, die waren immer von Münster begeistert und haben eigentlich, ist mir nie was Negatives zu hören gekommen. Also das heißt, da bist du schon sehr, sehr, sehr gut aufgehoben. Ja, das hat man auch, als ich da gewartet habe zum Bewerbungsgespräch oder zum Eignungstest, als ich da gewartet habe, das war auch eine relativ ruhige Stimmung, obwohl es natürlich eine etwas angespanntere Situation war, aber insgesamt war das, also man fühlte sich da schon wohl. Also. Sehr schön. Dann vielleicht noch, also du weißt, wir haben ja ganz, ganz oft über deine Zeichnung gesessen und überlegt, was man noch ergänzend machen kann. Also ich persönlich fand es immer sehr, sehr, sehr toll, wie du die Ich auch. Sachen aufgenommen hast, die wir dir vorgeschlagen haben und das dann eigenständig weiterentwickelt hast und die Technik dann immer noch mehr ausgearbeitet hast und zum Schluss die Sachen so, so perfekt waren. Ich würde gar nicht jetzt, ich blende mal gleich ein, zwei, drei Arbeiten ein. Aber wenn mir jetzt gar nicht so, ich kann mich spontan nicht entscheiden, welche Zeichnung so die tollste ist. Aber vielleicht sagst du einfach, welche so Zeichentechniken sind dir jetzt so positiv in Erinnerung geblieben? Was war so das, so vielleicht ein Wow-Erlebnis, dass du sagst, das war klasse, das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert und das hat mir super Spaß gemacht. Also, ich habe ja am Anfang immer mit Bleistift gezeichnet, das weiß ja auch, und dann bin ich später auf Fineliner umgestiegen. Haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Also, mit Fineliner würde ich sagen, zeichne ich auch dann auf jeden Fall am liebsten. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Weil es natürlich immer mit Fineliner, das kriegt man nicht mehr weg, wenn man einen Fehler macht. Aber genau Exakt. das finde ich sehr cool. Also, ich zeichne auch am liebsten jetzt mit Fineliner auf jeden Fall. Das Ansonsten ist fand ich schön, ja ja. eben auch deine Vorschläge ganz cool, eben mit Rot und Blau auch zu zeichnen auf unterschiedlichem Papier. Das macht natürlich auch was aus. Und ansonsten, ja. Also ich persönlich fand es immer ganz, entschuldige, wenn ich jetzt unterbreche, also ich fand, was mir persönlich sehr gefallen hat, dass du einfach so diese Sicherheit aufgebaut hast, mit einem Fineliner zu zeichnen, ohne jetzt voll mit dem Bleistift vorzuskizzieren. Ich glaube, da muss man sich, wirst du mir wahrscheinlich recht geben, man muss sich erstmal trauen, aber wenn man einmal so den Weg gegangen ist, dann ist das eigentlich wie Bleistift, ne? Nur, dass das einfach sofort auf dem Papier sitzt. Sehr, sehr schön. Aber das war eigentlich bei allen Zeichnungen so, dass man sich irgendwie ein bisschen was trauen musste, weil immer, wenn man schon dachte, das ist ganz gut schon, dann kamst du mit einer Idee nochmal an und da dachte man erst, ob das was wird, aber im Endeffekt war es immer gut. Also eigentlich Ja. jede Zeichnung ist eigentlich gut geworden, würde ich jetzt mal sagen. Was würdest du sagen, welche ist jetzt so die, deiner Meinung nach, so die beste Zeichnung aus? Also die jetzt dir persönlich am besten gefällt, vielleicht aber auch vom Motiv oder Zeichentechnik. Welche wäre das so? Das würde ich sagen, ist die Kunsthalle in Bielefeld. Das fand ich, die finde ich sehr gut. Das hatte ich ja auch als erstes auf meiner Mappe. Ja. Als erstes Bild, das habe ich ja auch mit Fineliner eben gezeichnet, auf so einem
Tonpapier, auch so ein braunes Tonpapier. Da haben wir auch etwas mehr, noch, ja, teilweise ein bisschen mehr auch mal ausprobiert. Also das finde ich mit dem Wasserbecken zum Beispiel total cool oder Das stimmt. eben auch in Rot, so aus Quartenstahl. Das waren auch so Sachen, wo ich dachte, ob das so gut ist, aber im Endeffekt macht Da das schon das Bild jetzt aus. muss sich einfach manchmal mal trauen. Ne? Dann ist, Genau. kannst du so ein bisschen jetzt einschätzen, vielleicht welche Arbeit der Jury am besten gefallen hat? Oder haben sie es vielleicht Also, geäußert? ich würde tatsächlich sagen, das Schattenbild, was ich jetzt zuletzt gemacht habe, eben diese sechs verschiedenen Bilder, wie Ja. sich über den Tagesverlauf der Schatten verändert, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich glaube, das kam sehr gut an. Also, da wurde auch direkt nachgefragt, weil das natürlich ein interessantes Bild war und man hat auch eine ganz andere Idee. Und ist eben auch klar zum Thema erkennbar war. Also, man konnte da ja. Ich hatte in Münster eben das Thema Licht und Schatten und da konnte man dann eben genau erkennen, dass es sich dabei wirklich um Licht und Schatten handelt. Super. Und ich denke mal, Vielleicht für dass das die, auch so ins Auge gesprungen ist. die jetzt nicht wissen, wie diese Prüfung in Münster abläuft speziell. Es gibt einmal so die eigenen Arbeiten, generelle Arbeiten zum Thema Architektur, bis hin dazu. Und dann gibt es diese spezielle Hausaufgabe, in dem dieses Jahr war es einfach Licht und Schatten. Und ich fand es auch deine Idee auch mit, wie der Schatten einfach sich verändert im Laufe des Tages. Einfach grandios, aber das hatte ich dir auch gesagt. Ich glaube, das wird ihm gefallen und ja, war Dachte. super, super. Freut mich wirklich sehr, sehr, sehr. Ja, das habe ich auch relativ am Anfang genommen. Ich glaube, das war das zweite Bild. Ach so, okay. Aber ach so, genau, in der Eignungsprüfung, da war tatsächlich gar nicht so wirklich eine Reihenfolge. Also da waren wohl wirklich, so wie wir das immer gemacht haben, wenn wir mal die Mappe durchgesprochen haben, wirklich alles einmal ausgebreitet und drauf geguckt. Also da ging es jetzt nicht unbedingt nach Reihenfolge, dass das alles ganz festgelegt war, sondern einfach, man hat drauf geguckt, was war gut, dazu was erzählt, wenn Fragen kamen. Was schätzt du, wie lange warst du im Schnitt? Weil du hast ja, glaube ich, mal kurz erwähnt, dass einige, die nicht bestanden haben, leider deutlich länger da waren als du. Wie lange hat es bei dir ungefähr so das ganze Gespräch gedauert? Ich kann das nicht so richtig einschätzen, aber für Ja. mein Gefühl war es relativ schnell tatsächlich. Aber das war insgesamt bei allen unterschiedlich. Also es gab wirklich, man hat das ja mitbekommen, während man da gewartet hat, da wurden eben die Leute dann eben abgeholt. Und manche kamen dann halt erst nach einer halben Stunde wieder, manche erst nach einer Dreiviertelstunde, manche aber auch schon früher. Also das war ganz unterschiedlich. Bei mir würde ich jetzt sagen, hatte ich so das Gefühl, dass es jetzt nicht so lange war. Ich denke so eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Aber ich kann es im Endeffekt auch nicht sagen. Ich Vielleicht glaube, auch war es auch länger. in der Situation kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, wenn man ein bisschen aufgeregt ist und da wirklich um, wie man so schön sagt, um das Ganze geht, dass man da auch so kein richtiges Zeitgefühl völlig nachvollziehbar. Genau. Vielleicht kannst du mal so, wenn du auf den Kurs so zurückblickst, würdest du sagen, einmal bei der Zeichentechnik, gibt es irgendwas, was deiner Meinung nach dir jetzt besonders gut bei uns gefallen hat, was wir vielleicht irgendwie was gemacht haben, was uns gar nicht so richtig bewusst war, aber vielleicht einfach mal so sagen, was vielleicht für diejenigen, die sich mal interessieren und mal so einen Kurs mal mitmachen möchten, was für dich einfach so die Erfahrung war. Also insgesamt hat man ja wirklich total viele Erfahrungen gemacht. Ich habe mir das auch gar nicht so vorgestellt, als ich mich angemeldet habe zum Mattenkurs, aber im Endeffekt war es total super. Also man hat ja sofort überall Tipps bekommen. Also man hat ja für sich jetzt erstmal eine Zeichnung gemacht und du kamst dann ja immer zwischendurch, hast drauf geguckt und hast sofort gesagt, was anders muss oder was noch eben zu verbessern ist. Und das hat natürlich schon einiges weitergebracht. Und über den Zeitverlauf, also jetzt, ich hatte ja meinen 2-Monats-Kurs gemacht. Wenn man sich jetzt mal vorher und nachher anguckt, da sind natürlich einige Tipps zusammengekommen und die machen das schon ganz schön aus. Also Das stimmt, auch wenn da wirklich Zeit knapp war, aber wenn wir jetzt so die erste Zeichnung anschauen, gebe ich dir völlig recht, und dann so die zum Schluss, die sind wirklich, das, was ich anfangs sagte, du hast das auch wirklich sehr, sehr, sehr gut aufgesogen und hast auch die Sachen auch umgesetzt und hast wirklich auch Spaß dran gehabt, die Sachen weiterzuentwickeln. also man hat sich dann ja auch irgendwann sicher gefühlt, auch wenn man, also es gab immer diese Situation, du hast,
was vorgeschlagen. Dann war ich immer ein bisschen skeptisch, ob das was wird. Aber im Endeffekt war es ja immer gut. Also es hat das Bild immer besser gemacht. Jetzt auch nochmal zum Schluss habe ich eben auch nochmal bei einigen Bildern Schatten eingezeichnet. Und das hätte ich vorher auch nicht gemacht. Also weil das eben schon riskant ist, finde ich. Das Ich dann stimmt. immer Angst hatte, das Bild zu versauen. Aber im Endeffekt sah es danach nochmal 10-mal besser aus als Das sind dann diese Kleinigkeiten, nicht wahr? Dass man einfach vieles nicht sieht. Allein wenn man an der richtigen Stelle den Schatten, also einfach den Schatten, den es auch wirklich gibt, mal nochmal zusätzlich einsetzt, wenn jetzt die Böschung oder der Baum einfach Schatten wirft, das wird dann dadurch auch sofort irgendwie authentischer und schöner. Ja, danke. Das freut mich. Vielleicht zu deinem Studium. Gibt es irgendwas, worauf du dich besonders im Studium freust, wenn du sagst, da habe ich richtig mal Lust, die Erfahrung zu sammeln, die du vielleicht bis jetzt noch gar nicht hattest? Gibt es da irgendetwas, was du schon mal vielleicht mal gehört hast oder dich beschäftigt hast? Also generell habe ich einfach total Lust, die Architektur zu entdecken, also selbst meine Ideen einzubringen. Da bin ich ja auch gerade in Münster, würde ich sagen, richtig. Da kann man ja auch wirklich dann seine Ideen, so wie ich das jetzt einschätzen würde, auf jeden Fall gut einbringen und da auch wirklich mitplanen. Und da ist ja auch wirklich, das ist ja praxisbezogen. Also da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf. Also dass man wirklich einfach seine eigene Idee mit einbringen kann, neue Techniken lernen kann, eben abseits von nur Zeichnen, eben auch mit Computern, aber eben genauso auch Praxis. Und wahrscheinlich wird es ja auch weiterhin um Zeichnen gehen. Ja, also das auf jeden Fall und auch wirklich ein Tipp von uns, weil wir immer natürlich mit unseren ehemaligen sehr, sehr oft im Kontakt stehen und Zeichnen ist immer, immer ein Punkt. Oder wenn wir zum Beispiel unsere Architekturfortbildung machen mit Architekturbüros, dann ist Zeichnen immer, immer ein Thema. Auch natürlich Genau, das klar, hat es. kommt um Computervisualisierung nicht herum irgendwann im Laufe des Gestaltungsprozesses. Aber wie ich auch im Kursen immer erzähle, wenn man sich so die Genau. ganz Großen anschaut, von Norman Foster bis Meyer, die haben alle, arbeiten immer mit die erste Idee nicht auf dem Papier und skizzieren viel. Und das kannst du mittlerweile top und das würde ich auf jeden Fall auch immer beibehalten. Ja, das finde ich auch, also das habe ich auch direkt bemerkt. Ich habe ja auch wirklich jetzt gemerkt, dass es wirklich Spaß macht. Spaß macht, Also das ist das Entscheidende, ja. und man auch mal wirklich einfach was ausprobieren muss, auch wenn man im ersten Moment denkt, dass das vielleicht schwierig wird, aber das habe ich schon jetzt gelernt. Also und du hattest ja auch immer gesagt, also Zeichnen ist wichtig alleine, damit man einfach schnell Ideen umsetzen kann. Das hattest du ja auch im Produktdesign gesagt. Dass teilweise da dann wirklich 3 Tage an einem Produkt gearbeitet wird und dann es tatsächlich nicht genommen wird, da ist es natürlich einfacher, wenn man schnell einfach eine Skizze machen kann Definitiv. Das ist immer und wirklich dann ein fertig. Wahnsinns-Zeitvorteil. Aber auch einfach, um seine Ideen auch schnell aufs Papier zu bekommen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel wert. Vielleicht nochmal so die vorletzte Frage. Wenn du jetzt, kann man wahrscheinlich jetzt noch nicht so sagen, aber gibt es schon mal einen Architekturbereich, in dem du die siehst, dass du sagst, ich möchte später Hochhäuser bauen, ich möchte vielleicht Stadien bauen oder Einfamilienhäuser? Hast du schon so eine leichte Präferenz, auch wenn es wirklich noch sehr, Wahrscheinlich sehr, sehr klein ist? Einfamilienhäuser, wenn ich mich jetzt so entscheiden müsste, aber generell, ich denke, das lernt man ja auch. Das wird wahrscheinlich, ich meine, ich habe jetzt 6 Jahre Studium vor mir mindestens und da lernt man wahrscheinlich auch nochmal andere Techniken kennen und wahrscheinlich kriegt man auch nochmal andere Interessen. Sich würde ich jetzt erstmal Einfamilienhäuser sagen, aber im Endeffekt kann ich mir auch gut vorstellen, auch mal was anderes zu machen, auf jeden Fall. Also, ich denke, da ist das ja relativ offen, da macht man dann Erfahrungen und ich glaube, Das da. ist wahr. Das wird sich auch sicherlich jetzt auch herausgestellt, auch mit den Aufgaben im Semester. Da wird man einfach mal schauen, was sind jetzt so die Stellen, an denen man wirklich sehr viel Spaß hat und sagt, okay, das möchte ich dann vertiefen, wenn es Genau. dann Richtung Bachelor, Master geht. Und vielleicht die letzte Frage, Felix. Gibt es mal, auch wenn es vielleicht auch noch sehr, sehr, sehr weit ist, gibt es vielleicht so das Architekturbüro schlechthin, bei dem du dir vorstellen könntest oder gerne mal irgendwann arbeiten möchtest? Hat man das jetzt schon so in der frühen Phase oder noch gar nicht? Das tatsächlich noch nicht, aber ich orientiere mich auf jeden Fall an eben bekannten Architekten. Also da habe ich ja auch in meiner Zeichnung habe ich ja auch einige, solche wie Frank Gehry,
Also an denen orientiert man sich natürlich. Die Bauwerke finde ich sehr cool, eben weil das auch mal was komplett anderes ist. Jetzt Ja. speziell ein Architekturbüro, wo man unbedingt mal arbeiten möchte, das habe ich jetzt noch nicht. Aber das wird sich ja wahrscheinlich auch alles noch ergeben. Witzig. Und ansonsten, Einfach mal erstmal auf sich zukommen lassen und dann schaut mal. Ja, genau, das war es richtig. eigentlich. Also wir blenden gleich nochmal so zwei, drei Arbeiten dann nochmal ein und nochmal zu zeigen, was du einfach alles wirklich gemeistert hast mit einem Feinliner oder mit Markern. Das war wirklich immer sehr, sehr, sehr schön auch zu sehen, wie sich die Sachen entwickelt haben. Von uns, von unserem Team und auch von mir, wir wünschen dir auf jeden Fall viel, viel, viel Erfolg in deinem Studium. Weiterhin so viel Spaß am Zeichnen, wie du es bis jetzt Ja, hattest. vielen Dank. Und vor allen Dingen, lieben, lieben Dank, dass du uns so ein bisschen allen anderen auch mal so den Einblick in die Prüfung mal gegeben hast, um zu gucken, wie sowas funktioniert. Dass es auch einfach eine schöne Atmosphäre auch sein kann, also keine strenge Prüfung. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Und ja, ansonsten gerne auch, wenn mal zwischendurch im Studium auch dann nochmal Fragen auftauchen. Du weißt, wir stehen euch immer gerne zur Ja, das Verfügung ist und freuen super, uns, prima. wenn wir im Kontakt bleiben und immer wieder mal von dir hören, wie dein Werdegang so ist, wie du dich weiterhin entwickelst. Viel, viel Ich Spaß danke und dir. herzlichen Dank für deine Zeit, Felix. Ja, vielen Dank auch, Bis dass du dahin. mir da so geholfen hast. Genau. Gerne, gerne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Felix und für alle, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, Architektur zu studieren, ob in Münster oder sonst irgendwo, schaut auf unseren Seiten mappenvorbereitungskurs.de. Dort findet ihr alles rund um unsere Kurse. Ansonsten gerne auch unsere Bücher unter akademio.de. Danke fürs Zuschauen und vielleicht bis bald in einem unserer Kurse.